Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, es ist an der Zeit, einmal wieder Resümee zu ziehen und darüber zu sprechen, ob Alanya wirklich ein Ort ist, wo man auswandern, wo man hin auswandern sollte und ob es sich wirklich noch lohnt. Ja, und ich sage, noch ist wirklich eine Überschrift für dieses Video, weil es eben viele Menschen gibt, die in den letzten Monaten und auch schon im letzten Jahr zurückgewandert sind, wo immer sie auch hergekommen sind, aus welchem Land auch immer. Und ob das an Alanya liegt oder ob es an anderen Dingen liegt, das versuchen wir in diesem Video ein bisschen herauszukristallisieren. Natürlich sage ich euch auch meine eigene Meinung dazu. Ich weiß, ich habe gerade erst ein Video hochgeladen über die Vorzüge von Alanya. Die gelten auch weiterhin. Das Video ist aber schon älter und ich wollte es euch aber trotzdem noch einmal gezeigt haben, bevor ich dann einmal noch mal aktualisiere und jetzt den jetzigen Stand einmal nenne, warum es eventuell schwierig ist. Aber im Grunde genommen, und dann kommen wir direkt zum Punkt, sind das die gleichen Probleme? Es hat nichts damit zu tun, dass Alanya teurer geworden ist. Natürlich ist das auch ein großer Punkt. Viele können sich das nicht mehr leisten, das ist klar. Aber das hätte man vorhersehen können. Ja, nicht nur die weltweite Lage hätte das voraussehend planerisch sozusagen offenlegen können, sondern es ist einfach auch klar. Ja, es kann nicht überall hier immer so viel günstiger sein als in Europa. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Alles wird teurer und der Markt wird teurer. Deswegen die meisten Sachen müssen die Türken auch einkaufen aus dem Ausland. Es ist klar, dass die Baukosten in die Höhe gehen, ja, dass die Löhne steigen durch die Inflation bedingt, dass damit auch alles andere an Lebensmitteln und hast du nicht gesehen, teurer wird. Das war logisch. Also das hätte man vorher sehen können. Nein, ich glaube, es ist einfach die falsche Einstellung, die die Leute haben und hierher kommen. Sie haben geglaubt, in der Türkei, mit dem Leben in der Türkei, einfach ein günstiges Leben führen zu können und alles andere dementsprechend mit Geld zu kompensieren zu können. Und das ist eben nicht möglich. Ja, selbst wenn alles günstig geblieben wäre, kannst du wichtige Dinge nicht mit Geld kompensieren. Und diese Diskrepanz, die in den letzten Jahren zu einer engen Schere sich zusammengezogen hat, hat dazu geführt, dass viele Leute Alanya wieder verlassen. Und deswegen kann ich nur sagen, ihr solltet nur dann nach Alanya kommen, wenn ihr euch dessen bewusst seid. Alanya ist erst einmal jetzt sehr viel teurer als viele andere Städte in der Türkei. Das ist einfach Fakt. Alanya hat sich in den letzten Jahren, warum auch immer, ob es an der Weltlage gelegen hat, ob es an der Einwanderung vieler Menschen gelegen hat aus bestimmten Ländern oder ob es an der Inflation oder der Weltlage allgemein gelegen hat. Alanya ist eins der teuersten Orte neben Istanbul hier in der Türkei. Und das muss man einfach wissen. Es ist teurer in den Lebensmitteln, in den Baumaterialien, wenn man baut oder wenn man kauft, wenn man mietet, wenn man Arbeiter beschäftigen möchte. Es ist alles ein bisschen teurer hier als in anderen Ländern, in anderen Städten der Türkei. Das ist Fakt. Nichtsdestotrotz ist es immer noch günstiger als in Deutschland, weil viele Dinge hier einfach noch günstig sind. Ja, es gibt vieles, das ist teurer, es gibt aber auch vieles, was hier günstiger ist. Lassen wir mal Strom, ja, Wasser. Das sind Dinge, die hier einfach günstiger sind und auch viel günstiger als in Deutschland. Trotzdem, ja, die teuren Dinge, die viele Menschen brauchen, um glücklich zu sein, ja, das ist hier einfach dann auch mal teurer als in Deutschland. Und wenn ihr mich jetzt nach dieser Schere fragt, die sich zusammenzieht, dann möchte ich euch ein paar Beispiele sagen. Ja? Es kommen ja nicht nur Rentner her, die vielleicht Eigentum haben und eine feste, relativ gute Rente, mit der sie auch weiterhin, wenn sie sparsam leben, hier sehr gut zurechtkommen. Es geht ja auch um Familien und das sind ja die Leute hauptsächlich, die dann auch irgendwann wieder zurückwandern, weil es eben nicht mehr möglich ist, für sie hier zu leben. Das hat aber gar nichts mit Alanya zu tun und auch nicht mit der Türkei an sich, sondern das Problem liegt meistens bei den Familien, die sich zu wenig informiert haben oder es einfach unterschätzt haben, was es bedeutet,
in der Türkei in einem nicht-europäischen Land zu leben. Und das muss man ja einfach auch sehen. Hier gibt es eine total andere Kultur. Es gibt eine Sprache, die vielen Leuten wirklich nicht über die Zunge geht. Ich kann das eigentlich gar nicht so richtig verstehen, aber sie versuchen oder sie können oder sie meinen, sie glauben, diese Sprache, diese türkische Sprache nicht sprechen zu können. Wahrscheinlich, weil sie der europäischen so oder der deutschen so unterschiedlich ist, dass es ihnen unmöglich erscheint, diese Worte zu erlernen. Ich halte das trotzdem für eine Einstellungssache. Man kann jede Sprache lernen und Türkisch erst recht. Türkisch ist eine einfache Sprache, auch wenn es vielen als eine sehr schwere Sprache erscheint. Ja? Türkisch kann man leicht lernen und das ist einfach Grundvoraussetzung, ja? Türkisch zu lernen, auch wenn man in einem Gebiet lebt, wo es eigentlich nicht wirklich nötig ist. Ja? Wenn du Rentner bist und nirgendwo hingehen musst, sondern einfach in deinen vier Wänden bist, mal zum Strand, mal zum Pool und mit Oma und Opa aus der Nachbarschaft dich unterhältst, ja, dann reicht es, wenn du Deutsch kannst, weil viele Türken können hier einigermaßen Deutsch oder können sich mit dir auch mit Händen und Füßen verständigen. Das können die hier richtig gut. Nur um hier zu leben, ja, um ein Teil der Gemeinschaft in der Türkei zu sein, ist es unmöglich, kein Türkisch zu lernen, ja, man muss Türkisch lernen. Entschuldigung, ich bin immer noch mit meinem Husten beschäftigt. Ne? Und wenn jetzt Familien hierher kommen, für Familien ist es einfach Fakt. Ihr müsst Türkisch lernen, eure Kinder müssen in die Schule gehen, ihr müsst euch mit den Lehrern unterhalten können, ihr müsst euch mit den Eltern der Mitschüler unterhalten können, ihr müsst eine Gemeinschaft bilden, ihr müsst auch mal Kinder zum Essen einladen, Familien zum Essen einladen, ihr müsst auch mal zu Eltern gehen, ihr müsst mit den Schulräten sprechen können, mit den Direktoren sprechen können, ihr müsst euch um die Hausaufgaben der Kinder kümmern, ihr müsst helfen können, ihr müsst die Systeme kennen, ihr müsst die Gesetze kennen, ihr müsst einfach euch hier als ganz normale Bürger zurechtfinden können. Das wird in Deutschland auch verlangt. Ich verstehe das immer gar nicht. Ja, in Deutschland verlangt man doch auch, dass von den Ausländern genügend Deutsch gesprochen wird. Und so ist es auch hier. Um sich zurechtfinden zu können, muss man Türkisch lernen. Und gerade als Familie, die vielleicht noch Kinder hat. So. Und dann halte ich es auch für eine Pflicht, für die Eltern, sich so weit mit dem Schulsystem in der Türkei zu befassen und zwar nicht durch Hörensagen. Erstmal natürlich, man kann die türkische Sprache nicht, ist mir klar, aber spätestens nach einem Jahr muss man schon so gut Türkisch können, dass man sich mit den Lehrern unterhalten kann, dass man ein bisschen einen Einblick erhält vom türkischen Schulsystem. Ja? Ist denn die Schule richtig, in die ich meine Kinder gegeben habe? Wie ist es denn weiterführend? Wie ist es denn später, wenn die Kinder in die Universität gehen müssen? Ist die Schule denn überhaupt richtig? Hat sie Kompetenz? Denn die meisten Familien wollen ihre Kinder in eine private Schule geben. Was ich im Übrigen sehr mit Skepsis sehe. Denn wir können gar nicht absehen, welche Schule auch richtig vorbereitet auf die spätere Universale oder auf die Universitäten oder auf die Ausbildung hier in der Türkei. Es ist nun mal so, dass auch viele Kinder, die hier in der Türkei zur Schule gehen, auch dann vielleicht hier bleiben wollen, ja, einfach weil sie das türkische Leben gerne haben, einfach weil sie hier Freunde haben, das ist ja ganz menschlich und wir Eltern sollten einfach es als Pflicht ansehen, ein wenig Verständnis dafür zu haben, wie funktioniert das türkische System überhaupt und gerade das Schulsystem. Und auch dafür reicht es auch nicht, uns mit ein paar Bekannten zu unterhalten, sondern wir müssen uns ganz, ganz individuell damit auseinandersetzen. Ich, ja, kann euch nur einfach auch mal sagen, ich habe jetzt keine Kinder mehr hier in der Schule, aber ich glaube, ich könnte nicht durchblicken, ob die privaten Schulen wirklich auf das Universitätsleben, auf das die meisten türkischen Kinder gepolt sind. Ja, die meisten türkischen Kinder wollen studieren, weil du einfach nur dann eine große Möglichkeit hast, aus ärmlicheren Verhältnissen herauszukommen. Und deswegen wollen sie alle studieren. Alle. Du kannst jeden fragen hier. Jedes Kind möchte studieren und gerade auch die Mädels, eben um selbstbewusst leben zu können später, ja, um nicht früh heiraten zu müssen, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu haben, eigenes Geld zu verdienen. Die meisten Mädels wollen studieren, ja, weil mit Handwerk, das ist hier einfach nicht gut angesehen. In der Türkei gilt Handwerk als nicht,
Ja, es ist eben natürlich, jeder braucht Handwerk, das ist schon richtig, aber es hat auf keinen Fall den gleichen Stellenwert wie in Deutschland. Ja, und auch in Deutschland wollen ja schon alle studieren und wollen alle Abitur machen. Das ist ja da auch schon angekommen, diese Einstellung. Aber in der Türkei ist das noch viel extremer. Handwerk, die Ausbildung allein im Handwerk hier sind schon gar nicht gut. Ja, auch das muss man einfach bedenken. Das seht ihr ja schon, wenn ihr Handwerker bestellt, die sich Klempner schimpfen oder Tischler oder wie auch immer. Ja, die sind einfach gar nicht für ihren Beruf wie ein deutsches Handwerk ausgebildet. Und das muss man einfach wissen. Und von der Bezahlung will ich mal gar nicht anfangen, ja, die natürlich total anders ist als in Deutschland. Ein Handwerker in Deutschland verdient ja unter Umständen auch sehr gut. Das ist hier gar nicht der Fall oder wirklich nicht ausreichend wahrscheinlich, gerade mal, um einigermaßen zu leben, ja. Und es ist überhaupt auch nicht angesehen. Also wenn man sagt, ich bin Tischler, das wollen die heutigen Jugendlichen gar nicht. Die sagen viel lieber, ja, ich bin irgendein Ingenieur oder ich bin dies und arbeite als Tischler. So, aber sie haben ihre Ausbildung in der Tasche und können sagen, ich bin aber das und das und ich bin auf die und die Schule gegangen. Und das ist das Erste, was man auch fragt, wenn man jemanden kennenlernt, ist erstmal, wo kommst du her? Aus welcher Stadt? Weil das ist schon mal gleich den ersten Stempel, den du hast. Kommst du aus einem Gebiet, das nicht so gut angesehen ist, bist du gleich schon mal abgestempelt. Du kommst daher, okay, dann weiß ich schon mal, in welche Schublade ich dich stecken muss. Die zweite Frage ist, was hast du für einen Schulabschluss, ja? Oder was arbeitest du? Und selbst wenn du sagst, ja, ich arbeite das und das, wird nach dem Abschluss gefragt deiner Schule. Das ist hier wirklich, das ist, du kommst sofort in eine Schublade. Und deswegen ist es so wichtig, dass man für die Schulbildung seiner Kinder auch ausreichend informiert ist. Wo schicke ich mein Kind zur Schule, wenn man denn überlegt, hier für länger zu bleiben? Denn man möchte doch das Beste für sein Kind. Und das ist einfach in der Türkei ein Universitätsabschluss. Ist so. Und im Hinblick darauf muss ich gucken, wird mein Kind auch ausreichend auf die Prüfungen, die an den Universitäten verlangt werden, hingearbeitet. Denn es ist in der Türkei so, dass du nach dem Schulabschluss eine Prüfung ablegen musst und nach dieser Prüfung wirst du in die Kategorie oder in die aus in die in den Universitätsabschluss beziehungsweise in die, wie nennt man das auf Deutsch, ja, was du halt studieren möchtest, ja, das kannst du kannst nur Arzt werden mit den höchsten Punkten in der Türkei. Du kannst nur Psychologie, Jura studieren, wenn du die höchsten Punkte hast, gefühlt, ja. Das Höchste ist natürlich, wie in Deutschland, auch Arzt oder Zahnarzt, das oder Psychologie, dafür brauchst du die höchsten Punktzahlen in dieser Abschlussprüfung, die du nach der Abitur Abschlussklausur machen musst. Und das ist völlig unwichtig, was für ein Abitur du hier gemacht hast. Das zählt überhaupt nicht. Du musst dann, natürlich musst du das Abitur geschafft haben, ja, das ist richtig, sonst kannst du an der Universitätsprüfung nicht teilnehmen, aber du musst die Prüfung der Universitäten, das heißt KPSS-Prüfung, wenn du die abgeschlossen hast, und die gilt auch nur einmal im Jahr, gibt es diese Prüfung. Nur einmal im Jahr hast du Chance, diese Prüfung zu machen, und da wirst du dann, je nachdem, bekommst du da Punkte, habe ich schon oft drüber geredet, und diese Punkte entscheiden darüber, was du studieren kannst mit diesen Punkten. Wenn du zu wenig Punkte hast, kannst du gar nicht studieren. Und wenn du eben sehr wenig Punkte hast, ich glaube, Archäologie, habe ich auch schon mal drüber besprochen, hat wenig Punkte. Lehramt machen ganz viele, weil auch das hat nur wenig Punkte, zum Beispiel Grundschulamt oder so. Ja, sowas kannst du dann werden. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass du eine gute Punktzahl für den in der Universitätsprüfung hast, weil sonst musst du noch mal ein Jahr warten, bis du an dieser Universitätsprüfung teilnehmen kannst. Und in diesem Jahr, was ja viele Schüler machen müssen, weil sie es nicht schaffen, eine Punktzahl zu erreichen, um überhaupt irgendwas zu studieren, geschweige denn das, was man denn überhaupt studieren möchte, wofür man sich interessiert. Da werden dann die Kinder in eine Privatschule gegeben, die sehr viel Geld kostet, um eben auf diesen Prüfungsabschluss hinzuarbeiten. Ja? Und ist es leider so, dass auch die staatlichen Schulen es bedingen, oft, dass die Kinder nach der Schule oder am Wochenende zusätzlich noch privaten Unterricht in den Privatschulen nehmen müssen, damit sie eben möglichst schnell nach dem Abitur in die Universitätsprüfungen einen guten Abschluss erreichen. Und das ist alles mit ganz viel Geld in der Hand nur möglich.
Weder das türkische Schulsystem kann optimal darauf vorbereiten. Natürlich bereiten sie auf die Prüfung vor, aber das schaffen halt viele Kinder nicht, ja? Und deswegen nehmen sie privaten Unterricht. Ich würde mal sagen, mindestens, ich kenne jetzt wirklich keine offiziellen Zahlen, aber das machen wirklich, ich würde schon sagen, die Hälfte. Also wer sich das leisten kann, schickt seine Kinder zusätzlich zu dem normalen Schulunterricht in Privatschulen am Nachmittag oder eben am Wochenende. Ja, du siehst ja, die Kinder alle am Wochenende in die privaten Schulen gehen. Überall, Dessane heißen die. Die gehen dahin und lernen für die Abschlussprüfungen der KPSS, damit sie in die Universitäten gehen können. Und das alles muss man halt wissen. Ja, und ihr müsst überblicken können, ob denn diese Privatschule, auf die ihr die Kinder gebt, ob das denn überhaupt vorbereitend ist auf diese Prüfungen. Dahingehend müsst ihr euch auch informieren, bleibt ihr denn überhaupt so lange oder seid ihr nur ein, zwei Jahre hier? Dann ist das ja nicht so wichtig. Dann haben die Kinder halt ein, zwei Jahre vielleicht die Möglichkeit, Türkisch zu lernen, was ja in den Privatschulen auch oft gar nicht gemacht wird. Ja, die meisten sprechen dort Englisch oder Russisch oder was auch immer. Du lernst ja nicht mal richtig Türkisch auf diesen Schulen. Man muss einfach sich richtig informieren und muss vor allen Dingen wissen, was mache ich denn überhaupt? Worauf lege ich Wert? Und ich selber muss Türkisch lernen, damit ich so einigermaßen überhaupt durch den ganzen Wurst und Wulst durchblicken kann, ja, damit ich mich eben informieren kann, auch bei den Einheimischen. Nicht immer nur die eigenen Leute befragen, ja, die Deutsch-Türken oder die Deutschen oder die Russen oder wen auch immer, sondern ihr müsst mit den Einheimischen sprechen, ja, mit den Leuten, die hier leben, mit den Leuten, die eben keine Fremdsprache sprechen, mit denen ihr euch dann mit denen unterhalten könnt, denn die haben Ahnung, die sind hier geboren, die haben hier ihre Kinder im Idealfall auf den Schulen. Die wissen, wo es lang geht. Die geben Tipps und Tricks, wie es funktionieren kann. Alle anderen, die strampeln doch auch nur rum und versuchen, das Beste und die besten Informationen durch Hörensagen oder der hat das und das erfahren oder der hat das und das erlebt. Aber ob das wirklich richtig ist, da müsst ihr euch ein Gesamtbild darüber erschaffen können. Und das ist einfach wichtig, dass man die Sprache lernt. Großes Manko, warum viele eben sich dann doch nicht hier wohlfühlen, geschweige denn dafür, dass man überhaupt gar keinen Kontakt zu den Einheimischen haben kann. Man wird ja sowieso als Ausländer angesehen, selbst wenn du die Sprache sprichst. Du bist immer Ausländer und du wirst sofort abgestempelt, weil du nämlich schuld bist, dass viele Türken, dass es hier eben so schlecht geht, dass sie keine Mieten mehr bezahlen können, dass sie sich hier, dass es immer schwerer wird. Und das kommt ja mit den Jahren, steigert sich das ja. Es wird ja immer schlimmer. Ja? Du bist ja immer der Schuldige daran, an der Misere. Und das ist ja auch so. Ja? Hier in Alanya sind eben die Ausländer, die können viel mehr an Mieten bezahlen, können sich Wohnungen kaufen, können die wieder an ihre Landsleute vermieten. Und die Türken, die bleiben auf der Strecke und können das sich dann nicht mehr leisten. Ja? Das ist halt ein Dilemma, in dem wir alle hier stecken. Und das muss man einfach wissen. Und darüber denkt man einfach gar nicht so richtig nach. Ja? Weil es in den letzten Jahren eben auch nicht so schlimm war. Das hat sich alles wirklich in den letzten Jahren seit der Gedönszeit hier richtig und natürlich der Weltlage, ja, verschlimmert und verschlechtert. Auch für die Ausländer, die jetzt rückwirkend vielleicht erst einmal Vorteile hatten, aber jetzt rächt sich das, jetzt wird es auch für die Ausländer nicht mehr so einfach. Es ist alles viel teurer geworden. Die Schulen haben ihre Schulgebühren in die Höhe getrieben. Man kann es kaum noch bezahlen, auch als Ausländer nicht. Und ob das überhaupt des Euros wert ist, möchte ich sowieso mal bezweifeln, ja, weil eben meiner Meinung nach, also ich, wenn ihr mich fragen würdet, ich würde wahrscheinlich mein Kind auf die staatliche Schule geben, weil da habe ich immer noch die besten Chancen, dass dort das türkische Schulsystem auch auf die Universitätsprüfung richtig vorbereitet, auch wenn es da vielleicht das ein oder andere Manko gibt, natürlich, ja, aber wenn ich dann möchte, dass mein Kind hier lebt und hier auch Universität macht und in das Berufsleben einsteigt, muss ich auch muss ich Abstriche machen. Ja, man kann ja privat dann irgendwas anderes unterrichten außerhalb der Schule. Da hat man ja dann auch Geld, weil die staatlichen Schulen kosten ja nichts. So, das ist das Thema Schulen. Das ist ein großes, großes Themenfeld, was viele Eltern auch dazu bewegt, irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nee, da blicke ich nicht mehr durch, das klappt alles nicht, die Kinder sind zurück, ich habe so viel Geld ausgegeben und das hat doch nichts genützt, sie sind doch nicht so weit im Bildungsstand, wie ich es mir erhofft habe und ich habe ja so viel Geld bezahlt und trotzdem sind sie zurück, ja. Das ist einfach deswegen, weil man sich nicht genug, da keine Informationen hatte und es ja auch nicht kann, ja. Man, wie denn auch, wenn man hier erstmal herkommt, verlässt man sich natürlich und glaubt, mit Geld viel kompensieren
zu können. Das ist eben nicht so. Ja? Das ist hier nicht so und ich glaube, das ist auch in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht so. Und mangelnde Information kann man auch nicht mit Geld ausgleichen. Man muss Erfahrungen sammeln, man muss Freundschaften schließen, man muss Bekanntschaften haben. Und man muss auch mal ein wenig herunterkommen und vielleicht auch mal sagen, okay, das wird jetzt schwierig, ja. Und muss da aber auch trotzdem immer den Überblick behalten. Das ist einfach das große Problem. Davon mal abgesehen, dass eben hier auch Alanya eben doch nicht das Nonplusultra ist. Ja? Das muss man einfach sehen. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt hier. Auch wenn es im Sommer schön ist. Auch wenn man hier vielleicht toll Urlaub machen kann und es schöne Berge gibt und ein tolles Meer. Aber irgendwann siehst du das Meer und die Berge nicht mehr. Das wird alles zur Gewohnheit. Und dann siehst du nur noch die Dinge, die eben richtig nervig sind, wie eben zum Beispiel das heiße Wetter in vielen Monaten dieses Jahres, in den meisten Monaten des Jahres. Du kannst eben nicht draußen spielen mit den Kindern am Tag. Das ist völlig unmöglich. Du kannst auch nicht in den Pool, ins Meer am Tag nicht. Das können nur die Touristen. Die lassen sich in der Sonne braten. Aber die, die hier leben, die werden ganz schnell merken, dass du eben da einen Hitzschlag kriegst, ja, dass du nicht immer draußen bleiben kannst. Dein Körper macht das gar nicht mit. Du musst dich in den Räumen aufhalten, ja. Und die Kinder spielen etwa in den Räumen nicht. Denen wird langweilig. Die wollen raus, können aber nicht raus, weil draußen ist es viel zu heiß. Sie können nicht spielen. Das können nur die Einheimischen, die dunklen Kinder, die hier gewohnt sind, die eine braune Haut haben, schon schwarz fast. Die spielen auch mal mit dem Fahrrad in der Mittagssonne. Ja, das macht denen nicht so viel aus. Aber die ausländischen Kinder, die hierher kommen, die können das nicht. Ja, ist einfach unmöglich. Und dann sind sie immer in den Räumen, sie langweilen sich, die Eltern sind frustriert, die Kinder sind frustriert. Man kann nicht mal in die Schule richtig gehen, man kann nicht auf dem Schulhof richtig spielen, weil es zu heiß ist. Man muss immer in klimatisierten Räumen sein. Je mehr du dich in klimatisierten Räumen aufhältst, desto schwerer wird es auch wieder draußen, sich überhaupt auszuhalten, weil der Körper sich natürlich daran gewöhnt an dieses Klima in den Räumen. Und dann kriegst du quasi eine Wand vor den Kopf, wenn du den Klimaraum verlässt, ja. Du kannst nicht richtig shoppen, du kannst nicht einkaufen, du kannst dich nicht mit Freunden im Café treffen, weil es ist alles so heiß, ja. Es gibt ja nicht mal Cafés, die klimatisiert sind, sondern die meisten Cafés und Restaurants haben eben im Sommer nur diese Ventilatoren überall. Es bleibt so heiß. Du wirst da vom Ventilator angebummelt, aber dass da irgendwo ein klimatisiertes Café ist, kann ich euch aus Erfahrung sagen, haben wir gesucht, als meine Kinder hier waren, haben wir nicht gefunden, ja. Du musst eben in die Einkaufszentren gehen. Ja, aber auch in den Einkaufszentren, ja, da sind die Leute auch nicht so sehr. Also wir haben Kuchen gesucht, kannst vergessen, ja. Ist einfach alt, schmeckt nicht teilweise, weil die Leute auch gar kein Geld haben, sich das zu kaufen. Das muss man aber auch so sehen. Es ist eben alles teurer geworden, ja. Und da muss man gucken, wie man zurechtkommt. Auch die Ausländer können sich das nicht leisten. Das war mal. Das ist alles schon lange vorbei. Alanya ist teuer und das ist eben so. Gerade bei den Dingen, die die Ausländer so gerne machen, wie shoppen gehen, wie in Cafés sich aufhalten, in Bars, in Restaurants. Das alles ist teurer und gerade für uns Touristen, ja. Da muss man dann vielleicht schon mal einheimische kleine Cafés oder Restaurants kennen. Und auch da, in einem Tourismusort ist es überall teuer. Das ist so. Auch die vielen ungesunden Dinge, die Ausländer konsumieren, davon möchte ich gar nicht erst anfangen, sind hier teuer. Und insofern denken sich viele dann auch, hey, egal, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt, wir gehen wieder zurück. Aber das finde ich so schade, ne? Weil das sind ja keine Gründe, das hätte man vorher wissen müssen. Ja? Probleme sind überall da und man muss gucken, dass man sie anpackt und dass man sie angeht. Ja? Dass man das mit dem Schulsystem vielleicht nicht wusste, das kann man ja kompensieren. Dass man die Sprache nicht beherrscht, auch das kann man machen. Dass man sich runterschraubt mit seinen Ansprüchen, auch das ist möglich. Aber vorher überlegen, hier ist es heiß, ja. Im Sommer, im Urlaub ist es toll, aber doch nicht, wenn man hier leben möchte. Da hat man doch eher lieber Temperaturen, die weniger heiß sind. Und dann dürft ihr nicht nach Alanya kommen. Deswegen sage ich ja immer, wenn ihr schwüles, heißes, warmes Wetter in 7, 8 Monaten hier in der Türkei nicht abkönnt, bitte. Es gibt Orte, wo auch Meer ist, wo auch schöne Tourismus, wo ein schönes Tourismus-Feeling ist und da ist es nicht so schwül. Die Wärme an sich, guckt, viele Leute fragen mich immer, ja, wie warm ist es denn bei euch? Ja, dann sage ich 34 Grad. Ja, haben wir in Hamburg auch gehabt oder haben wir in Deutschland auch gerade. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es hat nichts, aber auch absolut nichts mit der Temperaturanzeige zu tun, sondern die Luftfeuchtigkeit macht das Ganze so wahnsinnig. Du befindest dich in einer wahnsinnigen
drückenden Luftfeuchtigkeit, die drückt alles zusammen, die drückt dein Gehirn zusammen, die drückt deine Augen zusammen, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst nicht mehr agieren. Dann werden die meisten sagen, doch, im Urlaub war es ja auch schön, da habe ich das auch immer ganz toll aus. Das ist was anderes im Urlaub. Im Urlaub kann man das machen, da kommt man ja extra hierher. Ihr habt ja schon eine ganz andere Einstellung, hierher zu kommen. Ihr wisst ja, dass es warm ist und ihr wollt ja, dass es warm ist. Dafür bezahlt ihr ja sogar viel Geld. Ja? Wäre es nicht warm, wäre es wolkig und wäre es so ein bisschen angenehmer, würde man ja sagen, so ein Shit, ich habe so viel Geld bezahlt und ja, es war wolkig und es war nicht schön. Und die meisten Auswanderer merken das erst nach 4 Jahren. Ich habe es auch erst dieses Jahr so richtig gemerkt, ja, dass ich es hier einfach im Sommer nicht aushalte, weil es so drückend ist. Nun ist dieser Sommer auch wirklich extrem. Ich habe mich ja mit mehreren Leuten unterhalten, auch mit jemandem, der mich zum Transfer gefahren hat letzte Woche, als ich meine Schwiegertochter angefangen habe. Er hat gesagt, ich lebe hier seit Jahrzehnten, ja, oder seit 18 Jahren. Was hat er gesagt? Ich habe es euch gesagt. Und ich habe noch nie so einen heißen Sommer erlebt, ja. Entschuldigt, er sagt, er sei in Antalya angekommen und es waren 50 Grad. Bei 50 Grad kocht dein Gehirn, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach nur furchtbar. Und das über Monate. Und du kannst hier ja nicht weg. Du lebst hier ja. Es ist ja dein Ort, wo du immer liebst. Nicht nur für einen Urlaub und dann kommst du wieder zurück. Also alles rausholen, was geht. Je heißer, desto besser. Je schwüler, desto besser. Und weiß ich nicht, je besser die Sonne knallt, umso wohler fühle ich mich im Urlaub. Aber nicht, wenn du hier lebst. Und das merken die Leute nicht mal, wie gesagt, wenn sie hier leben. Das dauert 3, 4 Jahre. Ich gebe 4 Jahre, gebe ich jedem, der nach 4 Jahren noch hier ist. Oder nach 5 Jahren, ja, 4, 5 Jahre, wer dann noch hier ist, da kann ich sagen, okay, aber die sprechen auch nicht mehr so positiv drüber. Mit Sicherheit, ja. Und wenn, dann steckt irgendwas anderes dahinter, warum sie so reden. Es ist einfach nicht so schön in Alanya, wie es scheint. Es ist zu heiß, das Wetter ist unmöglich so zu ertragen. Aber das ist nicht das Einzige. Die ganzen anderen Themen, die ich vorher gesagt habe, die gelten im Übrigen aber für die gesamte Türkei. Das ist ja nicht nur Alanya. Ne? Man muss sich mit dem Schulsystem auseinandersetzen. Man muss sich mit den Dingen auseinandersetzen für das eigene Wohlbefinden, was für einen wichtig ist. Und das kann man nicht im Urlaub herausfinden. Das kannst du auch nicht herausfinden, wenn du für ein paar Wochen hier mal eine Wohnung mietest. Das kannst du erst merken, wenn du hier mal für länger lebst und nicht nur für ein Jahr. Das kristallisiert sich langsam heraus. Im ersten Jahr ist noch so das Urlaubsgefühl da. Das ist ganz normal. Viele merken schon nach einem Jahr, dass es nicht passt. Dann muss es aber auch sehr extrem sein, was sich hier in der Türkei stört. Und allein schon die Kultur ist vielen gegen den Strich. Ja, viele können es nicht ertragen, dass 5-mal am Tag zum Gebet gerufen wird. Viele mögen es nicht, Frauen zu sehen, die verschleiert sind. Es ist, wie es ist. Es gibt so viele Gründe, warum die Leute das nicht mögen. Oder es geht denen auch auf die türkische Kultur geht denen vielleicht auf die Nerven. Dass es eben alles hier so ein bisschen lockerer ist. Dass es hier eben nicht so nach Regeln geht. Dass hier so ein riesen Durcheinander ist. Das ist so, es ist ein geordnetes Durcheinander, die Türkei. Sie hat eine Ordnung, sie hat Gesetze und sie hat auch Regelungen, aber es wird eben alles so ein bisschen lockerer gesehen. Natürlich greift der Staat auch immer mehr durch, aber trotzdem, die Türken kannst du nicht von heute auf morgen ummodeln. Sie sind, wie sie sind. Sie sind eben nicht nach Recht und Gesetz gestrickt, sondern die laufen so durchs Leben, wie sie glauben, dass es richtig für sie ist. Man muss sie manchmal in die Schranken weisen, das wird auch gemacht, auch ganz rigoros. Ich musste selbst hier schon leiden, habe ich euch ja schon mehrfach erzählt, mit meinen Schafen zum Beispiel, da wird er einfach durchgegriffen, da gibt es auch kein Pardon. Früher kann ich euch auch erzählen, wenn du mal hier irgendwas gemacht hast, das war alles nicht so schlimm, aber das ist schon lange nicht mehr so, ja. Hier wird hart durchgegriffen, hier wird auch hart bestraft, aber trotzdem, du kannst die Türken nicht von heute auf morgen, egal wie hoch die Strafen auch sind, sie versuchen dieses Durcheinander, nachdem sie nun mal, wie sie auch eben sind, das kann man nicht so einfach rausprügeln, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich glaube, das wird auch nie funktionieren. Es ist eben sehr viel Kuddelmuddel hier, würde meine Schwägerin sagen. Und damit muss man zurechtkommen können. Und das können die Deutschen eben nicht. Ja? Das ist denen unmöglich. Genauso wie es den Türken unmöglich ist, so deutsch zu sein, so unmöglich ist es den Deutschen auch, sich
nach den türkischen Standardlebensregeln anzupassen. Es geht nicht. Und dann klappt das nicht. Man muss sich gegenseitig akzeptieren können. Und das wird auch von der türkischen Seite immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja? Auch die Türken sind nicht mehr bereit, für alle fürs Geld dieser Welt sich in ihre Schranken weisen zu lassen. Sie bekommen Geld für ihre Ware hier oder für ihre Dienstleistung, aber sie machen sich nicht mehr klein, wie sie es früher gemacht haben, ja, für Geld. Das haben sie nicht mehr nötig. Es gibt viele Türken, denen geht es hier auch sehr gut. Es ist bei weitem nicht so, dass alle Türken arm sind, wie es vielleicht die Deutschen denken und die sich einen Keks freuen, wenn ihr Deutsche mit euren Euros kommt. Im Gegenteil, die meisten oder viele Türken, die kommen zurecht und die haben einen Stolz, den kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, das finde ich ja auch immer so beeindruckend. Ja. Manchmal nervt mich das auch, aber es ist eben so, wie es ist. Ja. Die nehmen lieber euren Euro nicht, aber die machen sich nicht mehr klein. Das ist halt so. Und das müssen die Deutschen lernen und viele wollen das nicht lernen und kommen einfach auch dann mit der Kultur auch nicht zurecht. Ja. Es ist eben ein islamisches Land, das wird es auch immer bleiben. Und da gibt es auch bestimmte Regeln, da gibt es bestimmte Sitten und Gebräuche und die muss man akzeptieren. Mehr ist es ja nicht. Niemand verlangt, dass es angenommen wird, aber man muss sich dem unterordnen, genauso wie sich Ausländer, die nach Deutschland kommen, den deutschen Gepflogenheiten unterordnen müssen. So müssen es die Ausländer hier tun und dazu sind sie nicht bereit, oft nicht bereit und wollen weiterhin in ihrer deutschen in Denke, hätte ich jetzt fast gesagt, in Gedankenwelt bleiben und ihrer Lebenswelt bleiben und dann funktioniert das nicht. Und das merkt man auch irgendwann, ja. Man ist einfach nicht mehr glücklich und der Schlüssel zu dem Ganzen, der Schlüssel ist die Sprache. Wenn man da ein bisschen besser mit hineinkommt, dann kann man sich auch einklinken in die ganze Geschichte und kann Verständnis für das Land aufbringen und kann sich integrieren. Darum geht es doch. Nichts anderes ist es ja. Niemand sagt, dass ihr euch keine Deutsche mehr sein sollt, aber ihr müsst euch in das Land integrieren. Und wenn das nicht passiert, weil eben so viele Parameter da nicht stimmen, dann geht es oft in die Hose. Und das ist ein großer Grund dafür, dass viele gehen. Natürlich aber auch das Geld. Na, Alanya ist schon sehr teuer geworden. Früher hat man, wie gesagt, weil eben alles so günstig war, alles andere akzeptiert. Und jetzt ist eben alles teuer und die Akzeptanz dessen sinkt. Ja, wo man dann sagt, nee, also dafür möchte ich dann das und das, wenn ich so viel Geld schon bezahlen möchte, muss dann auch nicht mehr akzeptieren, kann ich nicht akzeptieren und dann gehe ich auch wieder. Das ist schon ein großes Dilemma. Deswegen, ja, kann ich nur dazu raten, Vorsicht, wenn man auswandert, das ist eine Grundregel, ja, egal welches Land es auch sein mag. Man muss sich vorher informieren und die Sprache lernen. Gilt nicht nur für die Türkei. Lernt die Sprache, bevor ihr auswandert. Es gibt Kurse, es gibt Kurse an der Volkshochschule. Man kann versuchen im Internet, es gibt auch so viele Möglichkeiten heutzutage, eine Sprache zu lernen. Dann muss man das machen. Nur dann kann man mal einen Brief aus der Schule lesen. Auch dann, den man auch selber versteht und nicht erst mit Google Übersetzer. Hört auf mit Google Übersetzer. Früher war alles viel besser ohne Internet. Ja? Da gab es eben nur das Wörterbuch und wer nimmt schon das Wörterbuch andauernd zur Hand? Da hat man einfach viel mehr Lust auch und viel mehr musste man die Sprache lernen. Ja? Heute gibst du dir einen Text, kopierst du, gibst ihn in Google ein und dann hast du die Übersetzung. Das ist doch kein... ja, und davon mal abgesehen, die Übersetzungen sind schon sehr gut, das muss man tatsächlich sagen, aber damit kommst du doch nicht in die zwischenmenschliche Kommunikation mit jemandem. Das ist doch einfach nur etwas, was in diesem Augenblick was in diesem Augenblick wichtig ist für dein Moment. Aber da kommt doch im nächsten Augenblick wieder irgendwas anderes. Lass es mal ein Satz sein, den die Lehrerin zu dir sagt. Ja, bitte passen Sie aber auf, dass Ihr Kind auch Ihre Hausaufgaben macht. Dieser Hausaufgabenhinweis wird mal so im Vorbeigehen gesagt. Das versteht ihr doch nicht mal. Das ist doch einfach nur Kacke. Natürlich kann sie es vielleicht auch in Englisch sagen. Aber Englisch ist hier wirklich sehr, sehr... rar. Viele Türken können kein Englisch und deswegen denke ich mal, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.